Hallo, grüß Gott, buenos dias, buenas tardes, liebe Leute, wo auch immer Sie sitzen, liegen, stehen und eingeschaltet haben, jetzt hier, um mit mir in die aktuelle Ausgabe vom Ibiza Kurier einzugucken, bei diesem kleinen Schnipsel. Und zwar Ibiza Kurier, ja, die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera, die Zeitung, wenn Sie wissen möchten, was hier los ist und was hier so passiert und was die Menschen bewegt. Und ja, hier nur ein ganz kleiner Schnipsel, ich gucke einfach mal rein, um was es so geht dieses Mal und schauen wir mal, was hier los ist. Ja, okay, also das ist hier was für, eher für die Anwohner, für die Residenten. Da gibt es einen neuen Kreisverkehr in Sargamassa. Das war ein bisschen schwierig da mit Verkehr. Ganz tolle News, dass die Gemeinde hier also investiert und die Verkehrssituation verbessert. Und hier noch ein ganz spannendes Thema, und zwar seit diesem Jahr gibt es Uber, diesen Taxifahrdienst, auch auf Ibiza, war lange problematisch, denn die einheimischen Taxifahrer von hier, die haben hier natürlich die Macht. Und mein Kollege hat gerade nur Tschüss gesagt. Also, hasta luego, deu. Die einheimischen Taxifahrer waren natürlich wenig erfreut, aber wir leben in einer freien Marktwirtschaft und somit gibt es jetzt auch Uber auf Ibiza. Allerdings, naja, der Start verlief schon sehr holprig und man stellt eben fest, dass die also wirklich Fahrer haben, die nicht so über die Ortskenntnisse verfügen. Ibiza heißt halt wirklich ein bisschen wild zum Teil, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfahren will. Da muss man wirklich schon sehr gute Ortskenntnisse haben und die sind zum Teil kommen von außerhalb, die Fahrer, und da passieren ganz Sachen. Also da ist wieder einer hier mitten im Sand stecken geblieben. Dann war kürzlich einer vor dem Amnesia, der wollte die Leute ein- oder ausladen und hat aber die Handbremse nicht angezogen und ist dann runtergerollt. Der Wagen, er war auch nicht drin, also hat gerade irgendwas ausgeladen und auf dem Auto runtergerollt. Und beim Amnesia ist die, Ausfahrt, wo es so diese Brücke gibt und da ist so eine Glaswand, Fassade, und da ist halt voll reingerauscht. Es ist so eine kleine Gasse, wo dann den kompletten Verkehr aus dem Amnesia heraus blockiert hat. Und da sind alles Uber-Fahrer. Hinzu kommt, dass die Preise zum Teil auch etappig sind, weil das ist ja so ein bisschen geregelt nach Angebot und Nachfrage, ja, oder nach Verfügbarkeit von Fahrzeugen. Also die Preise sind ja nie fix, während bei einem echten Taxifahrer die Preise tatsächlich fix sind und da auch nichts vorher bezahlt werden muss, was ja auch schon mal ein bisschen komisch ist, weil manchmal bestellt man einen Uber und dann kommt der nicht oder die Fahrt wird abgesagt. Oder also der Service ist nicht sehr zuverlässig, wenn man jetzt dringend auf den Flughafen muss oder zu irgendeinem bestimmten Ort, irgendwo so, würde ich lieber vorher ein ganz reguläres Taxi bestellen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber Sie können natürlich auch hier noch mehr lesen, was hier so viel Ibiza los ist. Und dafür empfehle ich Ihnen den Link, der hier unter dem Video ist, den einfach anklicken. Dann kommen Sie direkt zur aktuellen Ausgabe. Und ich sage Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.